Die Wassersprechstunde mit ihrem Wasserexperten Erich Meidert von Mr. Water. Warum schwankt mein gefiltertes Wasser öfters in den Rückhaltewerten? Ja, das liegt halt daran, dass es ist oft eine Temperaturabhängigkeit. Im Winter hast du halt sehr kaltes Wasser, da sprechen wir von 5, 8, 9 Grad. Und viele Leute sagen, ja, die Rückhalterate ist ja fantastisch, bei 25 Grad wird es angegeben. Das ist natürlich Bauernfängerei. 25 Grad hat unser Leitungswasser niemals. Es hat immer im Bereich 12, 13, 14 oder 8 oder 9, je nachdem. Das ist der Durchschnitt. Aber je kälter Wasser ist, umso dichter ist es. Das sieht man ja von den Eisbergen, wo unten Wasser ist und drüber das Eis. Also darum wirst du immer eine Schwankung haben, die eigentlich meistens temperaturabhängig ist. Und wenn ich ganz frisches Osmosewasser zapfe, habe ich eine höhere Rate als nach einem halben Liter. Warum kann eine Umkehrosmoseanlage nicht die Mineralien im Wasser lassen? Das ist eine gute Frage. Die Mineralien, man muss sich so vorstellen, wie groß Osmosewasser muss ja alles herausfüllen. Und zum Beispiel sind Mineralien Kalk. Kalk im Wasser ist für mich kein Mineral, aber allgemein wird es als Calcium bezeichnet. Aber das nur nebenbei. Es ist eine Frage der Partikelgröße, zum Beispiel Nitrat oder Viren. Viren sind ja nur, sind ja 30 mal kleiner als Bakterien. Und die kriegst du, da sind die Mineralien viel zu groß. Und dann schlüpfen die, wenn ich jetzt die Mineralien durchlassen würde, dann würden wir natürlich Viren, Keime, Bakterien, da würden wir so viele Stoffe, auch Nitrat, durchflutschen, genauso, dass das für mich unverantwortlich ist. Zu sagen, Mineralien sind gut, die lassen wir durch, den Rest füttern wir raus, das stimmt halt einfach nicht. Was bedeutet TDS, das von vielen Wasserfiltergeräten angezeigt wird? Es gibt viele Wasserfiltergeräte, die zeigen dir die TDS an. Du tust das Wasser rein und dann zeigt dir das an, wie viel TDS es hat. Das machen wir nicht. Wir empfehlen es nicht, diesen Maschinen zu vertrauen, weil diese Messgeräte schwanken extrem, aber die zeigen dir oft so 20, 30 an und wir messen dann 50 bis 60, ganz oft. Also wir vertrauen denen nicht, weil diese Messgeräte, da läuft das Wasser drüber, die werden nie gesäubert. Die sind dir nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr ziemlich mit Partikeln belastet und die Messwerte sind ungenau. TDS heißt Total Dissolved Solids, also im Ganzen gelöste Stoffe, und die Anzeigen sind halt meistens nicht so genau, wie es eigentlich sein sollten. Darum sind wir da sehr zurückhaltend. Aber TDS heißt Total Dissolved Solids, wie viele gelöste Teile sind noch drin. Warum zeigen die Wasserfilter von Mr. Water keine TDS an? Ja, die Wasserfilter von TDS zeigen deshalb das nicht an, weil du musst sein TDS-Gerät immer wieder pflegen und warten. Und die Ablagerungen, die sich dann bilden und bilden können und auch bilden werden, je länger das steht, umso ungenauer werden die Messwerte. Und das ist nicht zu verantworten. Ein TDS-Gerät kannst du selber manuell super leicht reinigen und sauber machen und dann sind die Werte wieder genau. Aber wenn du das in der Maschine verbaut hast, das ist sehr ungenau und zu schwankend und das ist für mich Harakiri. Muss nicht sein, gibt es bessere Methoden. Das ist die Antwort. Bin ich an Mr. Water gebunden, wenn ich dort die Filter kaufe? Ja, es gibt viele Monopolisten auf dem Osmosemarkt. Da bist du an den Hersteller gebunden. Die haben oft Exklusivrechte in Asien, in China. Und bei Mr. Water ist es halt so, der berühmte Plan B, das ist ganz wichtig, dass du auch im Notfall, wenn wirklich mal der berühmte GAU wäre, könnte man auch andere Filter einsetzen und du musst nicht die ganze Anlage wegschmeißen, weil der Hersteller irgendwo in China oder Indonesien oder Mailand, weil es den nicht mehr gibt. Ich habe das am eigenen Leib bitter erfahren müssen und darum haben wir immer einen Plan B und man könnte das auch dann, wenn man es wirklich, wenn es darauf ankommt, mit anderen Filtern bestücken. Sie haben Fragen zum Thema Wasser, Trinkwasser, Mineralwasser oder Quellwasser? Schicken Sie uns Ihre Frage. Ganz einfach per E-Mail an wassersprechstunde@mrwater.eu.